Passend zur Fallout-Serie auf Amazon Prime und natürlich den Videospielen zeige ich euch in diesem Tutorial, wie ihr die Tür für einen Vault-Eingang bzw. Vault-Bunker baut. Dafür werden vorwiegend Hartschaum und ein Heißdrahtschneider benötigt. Ihr könnt die Tür aber auch aus Pappe, Papier und mit einer Schere nachbauen. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Die Fallout-Serie auf Amazon Prime ist ohne Frage ein Füllhorn an postapokalyptischen Geländebauideen. Mir stachen als erstes die Vault-Bunker mit ihren ikonischen Zahnradtüren ins Auge. Daher habe ich ein wenig herumprobiert, einige digitale Skizzen angefertigt und verschiedene Prototypen gebastelt, um euch eine möglichst einfache Bauanleitung präsentieren zu können. Ein kleiner Disclaimer aber vorweg: Ich baue die Türen vom Maßstab her größer als in der TV-Serie. Zum einen, damit sie auf dem Spieltisch noch wuchtiger und massiver wirken, zum anderen, weil kleinere Bauteile für euch und mich in extremer Fummelarbeit ausarten würden. Wer seine Vault-Tür jedoch maßstabsgetreu möchte, braucht die Maße in diesem Tutorial nur in etwa halbieren. Dennoch solltet ihr die Tür mindestens einmal zum Üben mit meinen Maßen nachbauen. Dazu braucht ihr einen Heißdrahtschneider mit einer Führungsschiene und einem Kreisschneider. Außerdem ein Geodreieck und einen stets angespitzten Bleistift. Weiterhin ein dünnes Stück Pappe oder Tonpapier. Und einen Hartschaumblock von etwa 14 x 14 cm und 2-3 cm Höhe. Zu guter Letzt noch ein scharfes Bastelmesser, am besten mit einer frischen Klinge. Beginnen wir mit dem auffälligen Zahnradbauteil und seinen neuen Zähnen. Schnappt euch dafür euren Hartschaumblock und schneidet davon eine etwa 0,8 cm hohe Platte ab. Das etwa 1,5 cm dicke Reststück kann dann erstmal beiseite gelegt werden. Reduziert danach die Temperatur auf Stufe 2, denn fortan wird mit nur wenig Hitze geschnitten. Zeichnet zwischen zwei gegenüberliegenden Ecken eine Linie und markiert darauf den Mittelpunkt der Hartschaumplatte für den Nagel eures Kreisschneiders. Um aus der Platte 9 Zähne herauszuschneiden, werden die 360 Grad eines Kreises durch 9 geteilt, was einen Winkel bzw. Abstand von 40 Grad ergibt. Zeichnet daher beginnend mit einer Linie jeweils links und rechts 4 Markierungen im Abstand von 40 Grad ein. Seid dabei so genau wie möglich und arbeitet euch von eurer Ausgangslinie links und rechts zur anderen Linie voran. Die nennen wir fortan übrigens tote Linie. Steckt die Platte dann mit ihrem Mittelpunkt auf den Nagel eures Kreisschneiders und dreht die Platte danach um, damit ihr eure Markierung wieder sehen könnt. Schneidet nun eine 12 cm große Scheibe zu. Um darauf die neuen Zähne gleichmäßig zu markieren, braucht ihr eine Schablone. Nehmt dafür ein Stück dünne Pappe und zeichnet darauf die angegebenen Maße und eine senkrechte Mittellinie ein. Legt die Schablone dann bündig auf die Linien, die 40 Grad Abstand zueinander haben. Wichtig ist, die unteren Schablonecken müssen immer bündig mit der Scheibe abschließen. Übertragt den Umriss der Schablone dann 9-mal auf den Hartschaum, bis euer Bauteil so aussieht. Markiert euch nun die herauszuschneidenden Elemente von 1 bis 9 und deren Position am großen Bauteil. Und auch noch die Bereiche dazwischen mit Buchstaben von A bis I. Dadurch passt später alles wieder präzise und ohne Lücken zusammen. Jetzt ist Feinarbeit angesagt, denn entlang aller 9 Schablonenumrisse muss nun senkrecht eingeschnitten werden. Für die äußeren Linien könnt ihr noch einen Cutter nehmen. Danach braucht ihr zwingend ein spitzes und scharfes Bastelmesser. Stecht am besten nahe einer Ecke senkrecht in den Hartschaum, um euch dann mit einer vorsichtigen und durchgehenden Schneidebewegung zur nächsten Ecke voranzuarbeiten. Bessert eure Schnitte dann von der Unterseite vorsichtig nach, da ihr dort die Ecken vermutlich nicht voll herausgetrennt habt. Sachte und mit kontrollierten Schnitten habt ihr dann 9 gleichmäßige Aussparungen geschaffen. Steckt das Zahnrad wieder auf euren Kreisschneider und stellt alles so ein, dass der Draht bündig mit der ersten Ecke in den Aussparungen verläuft. So könnt ihr die 9 äußeren Zahnecken präzise abschneiden. Verschiebt den Draht am Bügel eures Heißdrahtschneiders dann maximal weit nach rechts, bis etwa ein Winkel von 5 Grad oder mehr entsteht.
Stellt einen Durchmesser von 7 cm ein und schneidet entlang von einer der 40-Grad-Linien ins Zahnrad, um das Innere mit einer leichten Schräge herauszutrennen. Stellt euren Draht danach wieder senkrecht, um aus einem Hartschaumrest eine 4,5 cm breite und etwa 7 mm hohe Scheibe für die Mitte eurer Tür zuzuschneiden. Außerdem einen hohen Zylinder von 4 cm Durchmesser, dessen obere Kante dann im 45-Grad-Winkel abgeschnitten wird. Verschiebt hierzu einfach den Draht am Heißdrahtschneider nach links. Anschließend wird dieser angeschrägte Teil abgeschnitten und später mittig auf die 5 cm breite Scheibe geklebt. Fertig ist die Mitte eurer Walltür. Weiter geht's mit den jeweils 9 großen und kleinen Zahnradbauteilen. Schneidet von der Unterseite der großen Teile eine ca. 1-2 mm dünne Schicht ab. Und von der Unterseite der kleinen Bauteile eine ca. 3-4 mm dünne Schicht. Legt dann erstmal alle Bauteile übersichtlich beiseite und nehmt den dicken Hartschaumrest vom ersten Zuschnitt zur Hand. Stellt einen Durchmesser von etwa 12,5 cm für den ersten Kreisschnitt ein. Danach, wie ganz zu Anfang, wieder 12 cm, um einen dünnen Ring zu erhalten. Das runde Innenteil dient dann als Auflagefläche für das Zahnrad und muss in der Höhe noch um etwa 5-6 mm abgeschnitten werden. Apropos abschneiden, stellt nun eine hauchdünne Schnittbreite von nur 1 mm ein und achtet darauf, dass der Draht absolut senkrecht steht. Denn jetzt wird von allen Bauteilen die Oberseite mit den Beschriftungen hauchdünn abgeschnitten. Legt danach alles übersichtlich ab, damit ihr bei den Bauteilen und deren Position nicht durcheinander kommt. Jetzt geht's ans Aufkleben auf eurem 12 cm großen Hartschaumkreis. Fangt mit dem Zahnrad an und klebt die restlichen Bauteile in die Lücken. Den Abschluss bildet dann der Ring, dessen Öffnung beim Einschnitt entlang der toten Linie liegen sollte. Klebt das Innenteil anschließend am besten mit Hilfe einer Nadel fest, mit der ihr den Mittelpunkt genau markieren könnt. Um die Tür abschließend passend zu verzieren, schneide ich 9 kleine Pappstückchen von etwa 5x9 mm zu. Für die 9 Stangen vom Mittelteil der Tür nach außen nehme ich Plastikgussrahmenreste, die ich zur Mitte entsprechend des dortigen Winkels und nach außen hin ganz nach Geschmack anschräge. Die Pappstückchen werden jetzt schon aufgeklebt, die Plastikteile aber noch nicht. Die müssen nämlich noch sprühgrundiert werden, damit später auch Farbe drauf hält. Mehr zur Bemalung und wie aus der Walltür ein ganzer Vault-Bunkereingang wird, zeige ich euch im nächsten TWS-Video. Ein letzter Bastelschritt aber doch noch. Analog zur Einschnittstelle entlang der toten Linie wird noch vorsichtig in die anderen Zahnradflächen eingeschnitten. Ein Millimeter tief reicht schon, um dann mit einem spitzen Bleistift dezente Fugen zu formen. Das war's auch schon und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Und wer es noch nicht gemacht hat, sollte sich bis dahin unbedingt die Fallout-Serie auf Amazon Prime anschauen. Es lohnt sich. Bis dann.